Moinsen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum, ja, was schauen wir uns denn an hier? Den Retail Company Simulator Prolog und ja, eigenes Einzelhandels Unternehmen oder Geschäft. Hört sich doch gut an. Wir schauen dann gleich mal rein. Was haben wir denn hier im Menü? Wir haben, ja, neues Spiel. Spielladen, Sprache, Option, Erfolge, verlassen und ein bisschen Werbung unten für Steam, Twitch und, Twitch nicht, Discord wollte ich sagen und YouTube. Willkommen, dies ist ein Gratis-Prolog des Spiels Retail Company Simulator. Bitte füge die Vollversion deiner Wunschliste hinzu, wenn dir dieser kleine Ausschnitt Spaß gemacht hat. So, und ihr kennt es ja, alles weitere natürlich unterm Video. Willkommen, ja, hatten wir. Neues Spiel. Neues Spiel. Name. Name. Ich hab jetzt kein. Ja, neues. Ich nehme mal meinen Namen da. Vielleicht vom Geschäft der Name oder so. Nehmen wir mal hier Retail Comedy Simulator Prolog. Beliebige Taste drücken, um anzufangen. So, willkommen! Es gibt ein kleines Tutorial, um dir die Grundlagen des Spiels beizubringen. Danach bist du bereit, deinen bescheidenen Laden zu einer riesigen Einzelhandelsfirma anwachsen zu lassen. Bitte folge den Anweisungen des Tutorials in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Tutorial an oder aus? Natürlich lassen wir an. So, Name des Ladens. Gib deinem Geschäft einen Namen. Du kannst jederzeit auf das Ladenschild klicken und den Namen ändern. Ach so, den Namen kann man jederzeit ändern. Höre, was haben wir gerade? Frühling? Herbst? Irgendwie sowas. Hier laufen schon ein paar Leute rum. Okay, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, Retail kommen. Ach so, müssen wir denn, ne? Ach so, so blinkt? Ah. Ah, gleich noch Errungenschaft. Was nehmen wir denn da? Gibt es hier irgendwie was? Weiß ich nicht. Was können wir denn da auswählen? Mit der Kompanie? Achso, der Name? Ja, würde ich jetzt ein Stream sein, würde ich euch fragen. Was nehme ich denn für einen Namen? Was sollen wir für einen Namen nehmen? Nehmen wir mal das hier. Ich weiß es nicht. Wie lang kann man überhaupt? Okay, sehr lang. Nimmt da kein Haar oder was mache ich da? Was? Milchige Kleidung. Okay. Erste Bestellung. Interagiere mit dem Computer. Klicke mit der linken Maustaste auf den Computer zugreifen. Klicke rechts, um den Computer zu verlassen. Also mit der rechten Maustaste den wieder verlassen. Unterzeichne einen Vertrag mit einer Marke. Gehe zum Vertragbereich und unterzeichne einen Vertrag mit einer Marke. Bestellung platzieren. Geh zum Marktbereich und füge deine Einkaufswagen Produkte hinzu. Erstmal eins nach dem anderen hier. Erstmal gehen wir zum Computer. Oh, ist er hier frisch gefreudelt oder warum spiegelt sich das so hier? Aha. Was haben wir denn hier noch im Hinterraum? Ah, bestimmt der Lagerraum hier. Grüne Mülltonne ist sehr wichtig. So, Verträge. Zack. Unterzeichne den Vertrag. Was haben wir denn hier? Neue Verträge, unterzeichne den Verträge. Produkte. Hillary Rios. B&D. Bull in Deer. Okay. Verschiedene Klamotten hier. Und auch verschiedene Marken. Mal grob anschauen. Unterzeichne den Vertrag. Level 1, Wert $250.000. Aha.
Neuen Vertrag unterzeichnet. So, dann müssen wir bestellen. Hier gehen wir raus. Da haben wir jetzt einen Vertrag mit denen. Mit der Marke anscheinend. Vertrag mit einer Marke, genau. Mit dem Markenhersteller haben wir einen Vertrag abgeschlossen. Sehr schön. Das ist der Markt. So. T-Shirts, Oberteile, Sweatshirts, Hemden, Hosen, Kleider, Jacken, Schuhe, Hütte, das ist noch gar nichts. Alle, das haben wir bis jetzt hier. Gelbes kurzes T-Shirt. Menge in Kisten 8. Okay. Das Stück hier für 23 Euro. Und hier 22. So. Geh zum Markt und bereit. Einkaufswagen. Ja, können wir beide. Wie viel Kohle haben wir überhaupt? Da oben steht es. Ah, 1250. 1250. Oh, hier gehen wir dann zur Kasse. Wir können ja. Achso, hier. Zum Einkaufswagen hinzufügen. Einkaufswagen ansehen. Ich nehme jetzt mal beide. Das kostet uns hier. Menge in Kisten 8. 46. Kosten jetzt 8 Stück. 23,84. Wir gehen einfach mal zur Kasse. Wir kaufen jetzt einfach mal. Einkaufswagen. Deine Bestellung wurde in den hinteren Teil des Ladens geliefert. Ah, ist schon da. Okay. Gehen wir mal raus hier. Kiste aufheben. Deine Bestellung wurde in diesen hinteren Teil des Ladens geliefert. Packe die Kiste aus und platziere die Produkte auf einen Kleiderständer. Geh zum Kleiderständer und platziere die Produkte. Dort. Dort ist ein Produkt. Sehr schön. Linke Hand platzieren. Drücke C, um die Kiste zu schließen. Drücke G, um die Kiste zu öffnen. Drücke R, um die Kiste zu werfen. Was haben wir sie auf? Zum Ablegen, linke Maus. Warte mal, können wir die... Können wir auch direkt hier so... Ah. Okay. Okay. Gehen da 8 Stück rein, sozusagen. Wirf die Kiste in den Müll. Lege einen Preis für das Produkt fest. Ich möchte aber die hier auch noch. So. Lege einen Preis für das Produkt fest. Klicke auf Etikett, um einen Preis festzulegen. Beachte die unverbindliche Preisempfehlung, um einen fairen Preis für dein Produkt festzulegen. Lassen wir mal so auf Standard, oder? Gelbes kurzes T-Shirt. Pinkes kurzes T-Shirt. Unverbindliche Preisempfehlung. Profit? Profit ist 0. Ich würde jetzt sagen 3,50 oder so das Stück. Profit ist 52 Cent? Das steht soll ich jetzt mal auf Centbereich, sozusagen rechne das mal um. 52 Cent ist Profit? Ein T-Shirt? Wir sind ja, sind wir ein Markenladen? Machen wir 6,99? Komm, wir machen 6,99. Ist das gut? Profit ist 4, komm. 6,99 passt doch, oder? Ja. Ist da weniger Stoff? Das ist ja die gleiche Farbe. Dann müssen wir hier auch 6,99 machen. Ist doch ganz klar. 6,99. Ist halt nur eine andere Farbe, ne? So. Kaufe ein... Was? Eine Ankleidekabine. So, Ausrüstung zum Einkaufswagen hinzufügen. Ankleidekabine. 500.000. Was gibt's denn hier? Kleiderständer? Guck das immer gerade durch.
was hier momentan, was man so kaufen kann. Wandregal. 3500. Ausrüstung, was haben wir da noch? Haben wir noch eine Kasse? Lagerhausregal, okay. Das kann man auch auf alles machen. Ist noch nicht so viel, ne? So, Ankleideregal. Schuhregal. Wo machen wir alle? Wo war das jetzt, das Ankleideregal? Hier. Zum Einkaufswagen hinzufügen. Zur Kasse. Kaufen. Platziere eine Ankleidekabine. Deine Kunden können Kleidung in den Ankleidekabinen ausprobieren, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden. Bestimmt im Lager, oder? Ja. Am besten hier hinten in der Ecke. Hier so. Können wir auch klicken und so rotieren? Mausrad. Sieht irgendwie nicht. So ist gut, glaube ich. Öffne den Laden. Du kannst den Laden öffnen oder schließen, indem du auf das Schild am Eingang klickst. Ach, hier, das. Interagiere mit der Kasse und warte auf den ersten Kunden. Scanne die Produkte, indem du sie anklickst. So. Kommen Sie rein. Heute die T-Shirts. Nur 6,99. Ja, der kauft bestimmt ein T-Shirt. Nicht nur eins. Doch, eins. Was macht er da? Anprobieren, okay. Und der geht aber entspannt daher, ne? Wie der Vorhang zugeht. Och, der hat sich aber schnell umgezogen. Kommt der nächste her. Oh, jetzt kommt er. Ui. Ja, immer her mit den Kohlen. Was haben sie denn da? Nimm das Geld von dem Kunden entgegen. Gib dem Kunden das Wechselgeld. Schließe den Kauf ab. Was wollen sie denn wieder haben? Was hat er denn gegeben? 20? Muss ich auch noch rechnen. 13, was kriegt er wieder? 13 und 1. Oh. Space muss ich drücken, dass er das Geld bekommt, oder? Ah! Bis ja eine Schlange stehen, weil ich so lange brauche, wegen Rechnen. Ich muss einmal gucken, wie das funktioniert. So, da kommt der nächste. Was, mit Karte zahlen oder was? Scanne die Produkte. Nimm die Karte des Kunden entgegen. Klicke auf Genehmigen, um den Vorgang abzuschließen. So. Die Kunden konnten im Laden nicht finden. Pinkes kurzes T-Shirt, was? Wo ist denn die Karte? Hier? Aha. Genehmigen. Falscher Preis. Muss ich noch eingeben hier oder was? 6,99? 699? So, war das jetzt richtig? Glaube ich schon. Jetzt kommen sie alle hier und wollen die ganzen. Noch keinen Stress mit dem alten Mann hier. Auch mit der Karte. Zack. Zack. So, 6. 99. Piep, piep. So, sollen wir nicht Babel zahlen? Wird es wieder kompliziert. Nein. 6,99. Muss man auch noch selber rechnen hier und eingeben und hast du nicht gesehen. So, ja, ist ja gut. So. 6,99. Zack. So, haben sie Karte oder haben sie Bar? Wunderbar. Das macht's doch einfacher. Dass man das so noch eingeben muss? Ich und an der Kasse, Halleluja, ey. Bin ich so günstig oder warum kaufen die jetzt die ganzen T-Shirts weg hier? So. Mhm.
Hattet ihr jetzt keine... Hallo? Schließe Käufe ab. 6 von 8, okay. Ah, nu. Ach, jetzt kommen wir nicht mit Bargeld. Ich muss ja wieder rechnen. Wechselgeld 6, was kriegt er? Einmal das. Was kriegt er noch? Einmal das. Und dann das hier, oder was? Zack. So. Hat die hier zwei gekauft? 13,98. Da fehlt noch eine 3. Hallo? Warte, warte, warte. Das machen wir ganz anders. 3. Du kannst auch mal das Tastatur machen, ne? Ist ja einfacher. Muss ich mit der Maus machen, wenn ich denn die Zahlen finde. Ui, die T-Shirts sind gleich alle. Wir müssen den Laden gleich zumachen, glaube ich. Ich glaube, die letzten zwei gehen gleich raus. Ah, die hat direkt zwei, oder was? Ah, hier Karte. Wundervoll. Mit Karte ist doch immer schön. 13,98. Sekunde. Stimmt. Wo ist eigentlich mein Trinkgeld? Kommt wieder in der Bar. Wechselgeld 3,1. 3,1 hier. Dein Laden ist im Level aufgestiegen. Sehr schön. So, ich habe noch ein T-Shirt. Unterzeichne einen neuen Vertrag. Unterzeichne einen Vertrag mit einer Marke. Ja, mache ich dann, wenn ich dann hier... Na, das letzte T-Shirt? Okay. Das geht bestimmt gleich raus. Dann werden wir den Laden erstmal schließen. Wir brauchen ja neue Klamotten. Ich will jetzt nicht schließen, weil... Nicht, dass sie denn abhaut, ohne dass sie das mitnimmt. Drücke Enter, um den Tag zu beenden. Achso, erstmal in die Kasse. Zack. Barzahlung, okay. Einmal da, einmal da und einmal da und einmal hier. Okay. Drücke. Beende den Laden. Konnte gerade nicht schließen. Milchige Kleidung. Minus, minus Geschäft, ne, nicht minus, das ist sowas ausgegeben, ja, wir haben ja ein bisschen was gekauft. Hatte ich gesagt, die Kleider, ich glaube 500 haben wir bezahlt, ne, für die, aber wie nennt sie das? Guck mal hier, Einkommen, Versorgungskosten, Mietkosten, Ausrüstungskosten, ja auch Mietkosten, 120, Ausrüstungskosten, 500. 500 Dollar waren es denn halt, ne? Ich hatte, glaube ich, gesagt, vorhin hatte ich 500.000? Ich glaube nicht, dass ich 500.000 gesagt habe. Vertragskosten 250, Kontostand, 29 Kunden haben heute einen Laden besucht. So, XP plus 45. Nicht verfügbare Produkte. Aha, aha, betriebener Preis. Schlange an der Kasse. Vier Kunden. Warteschlange für Ankleidung. Ja, ich muss erstmal sehen, wie die Kasse funktioniert. Kontostand, Levelpunkte 45. Nächster Tag. Speichert. So, milchige Kleidung. Aber wir müssen bestellen, wir haben nichts mehr. Ist geschlossen, okay? Es ist geschlossen. Okay, dann müssen wir nochmal bestellen. Verträge. Unterzeichne. Wert 300. Level 2, machen wir. Neuer Vertrag, neue Produkte auf dem Markt verfügbar. Einfaches sowieso. Okay. Tutorial abgeschlossen. Wundervoll. Das Tutorial haben wir abgeschlossen. Das ist doch sehr schön. Dann müssen wir zum Markt gehen. Hier den neuen Einkauf. Das ist neu. Wir können das auch nochmal kaufen hier. Aber wir können auch erstmal das. Das ist eine andere Mode. Zum Einkaufswagen hinzufügen. Das hinzufügen. Kostet 57. Zur Kasse. Kaufen. Guck mal hier. Zack. Müll entsorgen.
Zack. Okay, können wir hier auch durch? Nee, ne? Was ist der? Hinterhof? Wäre noch schön gewesen, wenn da so einer angefahren kommt und die Lieferung hier so ablieh und so. Und aber na, man kann nicht alles haben, ne? Da ist die Umkleide. Okay, okay, okay. Der Computer, der ist auch ordentlich am, ja, ordentlich, wie nennt sich das? RGB-Beleuchtung? Ah, wir müssen ja noch Preise machen. Was nehmen wir denn dafür? T-Shirt mit Sonnenuntergangsmotiv. $8,99 oder sowas? Wir können auch mehr nehmen, ne? Und ich könnte 12 Euro nehmen. Ja, Dollar, aber. Kosten? Profit? Ja, ist schon nicht schlecht, ne? Klamotten können wir hier nur so, ne? Und dann machen wir. Oh, ein Sturm hier. Machen wir noch ein bisschen? Ja, ich mach noch ein paar Minütchen. Das Tutorial ist ja abgeschlossen. Ich noch eine weitere Folge mache, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Vielleicht ja. Können wir auch jemanden anstellen? Arbeiter. Du kannst in der Vollversion Kassierer und Regalfüller einstellen. Gibt's auch, okay? Erweiterung. Du kannst deinen Laden und dein Lagerhaus in der Vollversion des Spiels erweitern. Bank. Kredite kannst du in der Vollversion des Spiels aufnehmen. Inventar. Pinkes T-Shirt. Okay, das haben wir im Inventar. Davon 8 und 8, okay. Dein Inventar oder in deinem Lager? Hintergründe. Ach so, hier vom Computer. Hier, yeah, sweet. Oder mit dem Fisch. Ne, guck mal hier. Das ist doch schön. Da können wir noch was anderes kaufen? Nein. Das könnten wir noch kaufen. Kleiderständer. Auch noch andere Kleiderständer. Ein pinkes kurzes T-Shirt. Okay, hat er nicht gefunden. Okay. Das ist viel zu teuer. Das können wir uns gar nicht leisten. Schuhregal. Ja, stimmt, für Schuhe und so. Gibt es ja denn auch alles? Richtig schöne Klamotten gibt es das denn? Kleiderständer, Kapazität 8. Gibt es auch unterschiedliche Kapazitäten? Ich würde das hier zum Einkaufswagen hinzufügen. Spiralförmiger Kleiderständer. Okay, dann haben wir nichts. Produkte. T-Shirts. Wie kaufen denn das nochmal? Nehmen wir diesen Ständer. Ach du Heilige, warum sagt denn keiner was? Ich muss kurz. Da habe ich ja gar nicht gehört, die Leute. Hat er zwei Stück? Oh, wieder Bar hier. So, was bekommt er denn zurück? 76. Einmal 50, 50, so. Einmal 5 und einmal den da und dann einmal leer. Die kauft auch direkt zwei. Jetzt ist wieder ein Schnäppchen. War ich wieder zu gütig oder was? 24, 24. Bitteschön. Der möchte nur eins haben, mit Karte zahlen. Wundervoll. 12 Euronen. Ist doch sehr schön. Das ist ready. So, ja, ich habe, ja, kommt sofort, aber ist ja schon im Lager. Aber ich muss ja gerade an der Kasse stehen. Tut mir leid. Kommen Sie später nochmal wieder.
So, der Herr möchte zweimal das Rote mit dem, was war das noch? Mondmotiv. 24, alles klar. Sollte passen. Einmal die Dame, einmal die Karte. Einmal 12. Auch wunderbar. So, auch mal einmal das Rote, einmal Bar. 8 zurück. Wie machen wir das denn? Habe ich überhaupt genug? Nee. Das war gerade. Nee. Ich muss hier und dann zurück. 5. Ein noch. Fertig. Einmal die Karte. So. Auch nochmal 12. So, da ist, glaube ich. Hier ist ja gar nichts mehr. Bargeld und Wechselgeld 88. Jetzt geht das aber los hier. 50. Einmal hier und einmal 5 und einmal da so. Zum Glück habe ich genug Wechselgeld. Wäre tragisch, wenn ich jetzt kein Wechselgeld hätte. Wechselgeld 8. Ja, der Herr war doch gerade schon mal da. So, auch nochmal 12. Ist der Ständer schon wieder leer oder was? Nee, zwei Sachen hängen da noch. Hab wieder ein bisschen Kohle gemacht, ne? So, guck mal hier. Zack. Oh, da kommt schon wieder die nächste Runde. Macht Laune, muss ich ja sagen. Oh, dahin. Macht schon Laune. Habe ich da aber. Ach, die Preise hat er sich gemerkt. Ja, wunderbar. Ja, ich komme ja schon. So, 12. Einmal zweimal. Einmal die Karte. Einmal 13, 98. Kriegen wir hin. 98. Ich kann auch Enter drücken, mache ich mit der Maus da nicht. Okay, einmal pink, einmal gelb. Wundervoll. Da haben sie sich ja schöne Farben ausgesucht. Ich habe auch bloß zwei da. Wechselgeld 6. Und zack. Einmal da, einmal Karte. Ich glaube, ich kann auch, ja. Ich nehme nochmal mit Enter. Einmal 12. Ein Kunde will nicht finden. Einfaches türkisches, türkisfarbenes T-Shirt. Okay, die anderen sind schon weg, ne? Drücke, um den Tag zu beenden. Naja, die kommen ja noch ran. So, was haben wir denn hier? Muss doch gleich zum Ende kommen. Auch wenn es gerade Laune macht, hier Geld einkassieren. Geld aber einkassieren ist doch schön. Kann man auch zu wenig Geld rausgeben? Das geht bestimmt. Bestimmt geht das. Soll ich mal... Statt 98, 99 kriegst du einen Cent? Falscher Preis. Geht sogar nicht. Okay, es geht nicht. Warum kann ich denn... Muss ich direkt komplett neu? Okay. Kann ja nicht da... okay. So, 699. Ja, 22 Uhr. Komm, wir wollen den Laden mal beenden hier. Den Laden dicht machen. So, 79 XP. Tag 2, milchige Kleidung. Minus 375. Speichert. Ja, desto weiter, desto fort. Weiter verkaufen. Ihr seht es ja. Man kann hier leider in der Demo nicht viel freischalten. Beziehungsweise Level... Level. Wir haben bald Level 3. Wollen wir das noch voll machen? Ich bräuchte noch einen Ständer, ne? So, und dann kaufe ich noch mal da.
So, wie wild ist ja egal. Das muss ja jetzt nicht schön aussehen. Also wie wild, das kann ja ruhig so ein bisschen kreuz und quer. Preise hatte sich gemerkt. Sehr schön. Der Laden ist noch nicht offen, ne? So, wir haben noch 163. Vielleicht schalten wir ja noch was frei, deswegen. Dann können wir für 63. Ich mach's jetzt einfach nochmal. Ach komm, Vorrat ist immer gut. 100 passt. Steht da schon? Nee. Haben mehr Platz im Laden, ne? Nehmen wir hier noch was ran? Natürlich. Können wir ja auch zwei verschiedene Farben? Nein, das geht nicht. Okay. Ah, denn. Um die Kiste zu schließen. Mach zu. Nein, 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 nein. Die Kiste werfen, um die Kiste zu öffnen. Kann ich die nicht abstellen? Zu öffnen und die Kiste zu öffnen und die Kiste zu werfen. Ich konnte doch abstellen. Letztes Mal konnte ich auch abstellen. Schmeiß weg. Jetzt haben wir die Klamotten entsorgt. Nein. Die gute Ware. Sind einfach die Klamotten. Mit der Papiertonne oder was? Vorhin konnte ich einmal den Karton abstellen. Und ja, naja. So, die gute Ware. Im Müll geschmissen. Guck mal, die hat gleich zwei Sachen hier. Die Pink Lady, sage ich mal hier. Die Pink Lady. 18,99 einmal. Junge Dame hier. Zack. Oh, der hat ja auch zugeschlagen hier. 81 bekommt er 50. Aha. Was? Was habe ich denn da gemacht? Konnte ich jetzt nicht rechnen, oder was? So, und einmal den und einmal den und einmal den. Mein Laden ist im Level aufgestiegen. Bekommen wir jetzt neue Sachen? Ich muss kurz warten. Oh, das wird ein langes Video. So. 24. Einmal davon zwei. Ach nee, kann man die Karte noch nehmen. Und dann da nochmal 24. Einmal das, einmal. Ja, ich muss ja erst die Karte wischen da und dann. Das noch gar nicht, weil ich erst bezahlen muss. Weil der ich erstmal. Oh. So. Gibt es hier neue Sachen jetzt zum Einkaufen? Nee, ne? T-Shirts. Ach doch, wegen Marken müssen wir gucken. Ja, ganz verkehrt. Mark. Nee. Wir hatten doch vorhin. Verträge, hier. Unterzeichnete Verträge, neue Verträge. Ah, kostet 400. Anforderungen nicht erfüllt, Anforderungen nicht erfüllt. Okay. Das ist halt momentan, was man da noch kaufen kann. Bar. 81. Da, einmal hier und einmal da und zack. So, sehr schön. 18 wieder. Aber die Leute ist schon mal gut, die sehen ziemlich unterschiedlich aus. Was haben wir denn da? 38. Aha, einmal 5 und. Oh, habe ich hier verkehrt rausgegeben. Habe ich denn da 20, 30, jetzt 5? So. Sechsundzwanzig.
81. Ne, das ist wieder 90. Das ist zu viel. Zack. Aha. So. Man sieht es ja auch an den Kunden, die haben dann auch Wünsche und die sind denken, oh schade, das ist leider nicht da, nicht gefunden. Darauf wird man hingehen, oh, das, vielleicht sollte man das eventuell dann kaufen. So, den machen wir und dann ist ja bei jetzt gleich Schicht im Schacht. Das geht ja mal gar nicht hier. Diese Überlänge, die ich hier gerade mache. Leute, was ist los? Macht gerade Laune. So, 200 Abo-Level. Ich würde sagen, wir werden das Video werde ich beenden. Ich würde noch ein bisschen hier... Nein, ich mache die beiden jetzt noch und dann ist gut. So. Pink Farm der Lady ist wieder da. Was kriegt sie denn? 38 wieder. So, und dann 5. Und dann machen wir da. Und dann 38. So, liebe Leute, das soll es aber gewesen sein mit diesem Video. Spielt euch selber an. Testet das selber aus oder wartet, bis die Vollversion rauskommt. Packt es euch auf die Wunschliste. Danke fürs Einschalten und hat Laune gemacht. Geld verdienen, macht immer Laune. Danke fürs Einschalten. Für den Einblick angespielt hier in den Retail Company Simulator, in den Prolog. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.